Hofkompositeur Bach. Unter diesem Motto findet in diesem Jahr das Bachfest in Leipzig statt. Passend dazu startet bereits jetzt eine Sonderausstellung mit gleichem Namen im Bachmuseum. Sie entführt ihre Besucher, wie auch das diesjährige Bachfest, in die Klangwelt barocker Höfe. Bach komponierte ja Musik für Hofgottesdienste, für Hoffeste, für die fürstliche Tafel und für Empfänge zum Beispiel. Darunter sind ganz berühmte Werke, wie zum Beispiel die Brandenburgischen Konzerte oder auch die Missa in H-Moll, die Bach dem Kurfürsten von Sachsen widmete, die wir hier zu den Highlights in der Ausstellung zählen können. Das heißt, die Besucher können in der Ausstellung originale Handschriften, Notenhandschriften dieser berühmten Werke von Bach sehen und sie dann auch zum Bachfest klingend hören in ganz tollen Interpretationen. Die Kabinettausstellung wird bis zum Ende des Bachfestes Leipzig 2019 gezeigt, das in diesem Jahr vom 14. bis 23. Juni stattfinden wird. Sie bietet die perfekte Ergänzung zu den vielen musikalischen Veranstaltungen während des Festivals. Wir versuchen in der Ausstellung aber auch Dinge zu beleuchten, die man in Konzerten so nicht beleuchten kann, zum Beispiel wie sah das repräsentative Leben am Hof eigentlich aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Solche Hoffeste, solche Tafelmusiken, die wir heute im Konzertsaal oder in der Kirche hören, wie sah das real aus? Das versuchen wir sozusagen hinter die Kulissen zu schauen in unserer Ausstellung. Was man, glaube ich, auch schon ganz schön an der Ausstellungsgestaltung sieht, die eigentlich wie so ein temporärer Bau aufgebaut ist, mit Pilastern, sehr prächtig. Da hat man einen kleinen Eindruck, wie man sich so ein Hoffest vorstellen kann. Das Bachfest stützt sich genauso wie die Ausstellung auf 5 tragende Säulen, die für Bachs Schaffen in Köthen, Weimar, Dresden und Berlin stehen. Die letzte präsentiert Werke höfischer Musiker, die für Bach eine besondere Bedeutung hatten. Und damit eigentlich auch auf Werke, die vielleicht nicht ganz so häufig in Leipzig erklingen, weil in Leipzig war Bach zuvorderst Thomaskantor, hat Kirchenmusik für den städtischen Gottesdienst komponiert. Und deswegen ist vielleicht das Besondere des diesjährigen Bachfestes, dass wir eben sehr genau auch unter die Lupe nehmen, was hat Bach gemacht jenseits von Leipzig, als er Hoforganist in Weimar war, als er Kapellmeister in Köthen war. Wir führen zum Beispiel diese große Trauermusik auf, die er für den Fürsten Leopold von Anhalt Köthen komponiert hat. Ein Stück, dessen Musik dann im großen Stil in der Matthäus-Passion wiederkehrt, aber eben hier mit einem anderen Text. Also man kann viele Entdeckungen machen, die vielleicht ein bisschen mit diesem Klischee, was wir Leipziger von Bach haben, nämlich das eines treufleißigen lutherischen Kantors, ein bisschen aufräumt. Leipzig freut sich auch in diesem Jahr wieder auf hochkarätige Gastinterpreten sowie Darbietungen des Thomanerchors und des Gewandhausorchesters zu Leipzig. Der Vorverkauf für das Bachfest 2019 läuft.